Hallihallo, liebe Freunde. Ich bringe euch heute mal wieder eine neue Spielvorstellung. Und zwar ein zukünftiges Free-to-Play-Spiel mit dem Namen Crossout. Wer von euch sich vielleicht noch erinnert an Spiele wie Interstate 76 oder Vigilante 8, der wird hier ziemlich viel Spaß haben. Es geht hier nämlich um Fahrzeugkampf der allerfeinsten Sorte in einem Setting, das dem von Mad Max sehr ähnlich ist. Allerdings nicht wie in Mad Max mit viel RAM und viel, sag mal, Person-zu-Person-Kampf, sondern eher ein bisschen mehr mit Maschinengewehren, Granatwerfern und allem drum und dran. Entwickelt wird das Ganze von einem Entwicklerstudio namens Targem Games, die sitzen in Russland, haben schon 2014 ein Party-Rennspiel rausgebracht, ähnlich wie Mesh, wer sich noch daran erinnert. Sie haben 2011 ein Spiel gemacht namens Battle vs. Chess, wo man Schach mit einem Kampfspiel kombiniert. Und sie haben auch ein paar Erfahrungen in den Autokampfspielen schon gemacht, sie haben zum Beispiel Insane 2 gemacht, 2011. Sie haben ein Spiel namens Armageddon Riders gemacht, was ebenfalls 2011 rauskam. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich vermute, sie haben da sozusagen schon ein bisschen mal abgetastet, wie das funktioniert. Und Armageddon Riders heißt bestimmt nicht aus Versehen ähnlich wie Carmageddon. Gepublished wird das Ganze von Gaijin Entertainment. Das sind die Jungs hinter War Thunder, die bis jetzt für mich immer eine relativ hohe Qualität an Free-to-Play-Spielen abgeliefert haben und meistens auch ein relativ faires Free-to-Play-Konzept hatten. Das war immer eher sowas, wenn ich Geld bezahlt habe, dass ich schneller irgendwo in ein höheres Level aufsteigen konnte, aber dort natürlich auch mit deutlich besseren und erfahreneren Gegnern kämpfen musste. Also sozusagen ein Pay-to-Skip, wo ich ein bisschen Zeit zum Herausspielen mir sparen kann, aber ich nicht einfach ein einfaches Spiel mit mehr Power habe. Kommen wir doch zum Gameplay von dem neuen Spiel Crossout, das aus zwei Hauptbestandteilen besteht. Einmal haben wir dort das Bauen der Fahrzeuge, mit denen ich dann antreten möchte, ähnlich wie in Robocraft. Da gibt es unterschiedlich große Blöcke mit unterschiedlichen Eigenschaften, unterschiedlichste Waffen wie Raketenwerfer, Maschinengewehre, die sich einteilen in schwer und leicht, Minen, aufbaubare Türme, Drohnen und noch Haufen anderen Quatsch, den ich noch nicht freigeschaltet oder gesehen habe. Und hier kommt mit Sicherheit auch noch mehr. Dann gibt es auch noch unterschiedliche aktive Module, also nicht bloß Panzerung und ein bisschen Aussehen, sondern auch sowas wie Sichtgeräte, die wir zum Beispiel erlauben, ran zu zoomen und die Gegner eher als rot markiert zu bekommen. Es gibt Waffenkühlung, wodurch halt Waffen, die überhitzt sind, wie zum Beispiel Maschinengewehre, schneller wieder schießen können oder auch länger schießen können, bevor sie überhitzen. Es gibt ein Radar, es gibt einen Wagenheber, der, wenn ich zum Beispiel, wenn ich umgekippt bin, meinen Wagen halt einmal wieder aufstellen kann. Ja, also ich habe hier extrem viele Möglichkeiten und ihr seht gerade schon im Hintergrund, wie ich mich so ein bisschen daran versuche, meinen ersten, ja wirklich eigenen Wagen zu kreieren. Und ja, mit mäßigem Erfolg bis jetzt. Ich glaube, da braucht man viel Erfahrung, um richtig gute Sachen zu bauen. Der zweite Teil ist das Kämpfen, was darauf reduziert werden kann, dass wir den Gegner so lange beballern, bis er einfach in einem Feuerball verschwindet. Was an sich schon ziemlich viel Spaß macht und mit den unterschiedlichen Waffen auch für ordentlich Abwechslung sorgt. Die Matches werden ausbalanciert dadurch, dass jedes Teil, das ich mit dem Fahrzeug einbaue, eine sogenannte Power Score hat und die gesamte Power Score aufsummiert, ergibt dann sozusagen die Stärke meines Fahrzeugs, mit der ich gematcht werde. Deswegen gibt es dann doch hoffentlich ausgeglichene Matches, wenn man die Power Score Berechnung und die Power Score Werte zu den Teilen passend balanciert. Was ich richtig geil finde allerdings im Kampf ist, dass einzelne Teile zerstörbar sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel einfach Räder abschießen, damit der Gegner sich nicht mehr bewegt. Ich kann ihm Waffen abschießen, damit der Gegner mich nicht mehr beschießen kann. Ich kann ihm alles Mögliche an anderen Teilen abschießen, die er halt eingebaut hat. Es gibt sogar Teile, die, wenn sie zerstört werden, explodieren. Zum Beispiel kann ich Ammo-Boxen einbauen, denn manche Waffen haben einen Munitionsvorrat, der leer gehen kann. Den kann ich damit erhöhen. Wenn die allerdings zerstört werden, explodieren sie halt und zerstören umliegende Teile. Was ich allerdings ein bisschen merkwürdig finde bei dem Ganzen ist, dass die Fahrzeugkabine, so dieses Hauptteil, wo normalerweise der Fahrer drin sitzt und rausgucken müsste, der Schwachpunkt ist, was bedeutet, wenn die kaputt geht, explodiert das ganze Fahrzeug und man ist raus. Das bedeutet, man müsste es eigentlich verstecken und mit ganz viel Panzerung versehen, damit man möglichst lange überlebt, was irgendwie wieder kontraintuitiv ist, wenn man es halbwegs realistisch gestalten will, dass ich die Gegner sehen muss. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Einfluss hat, wenn ich das sozusagen komplett verstecke, deshalb habe ich das noch nicht gemacht. Kommen wir zu meinem Ersteindruck nach ca. 8 Stunden Spielzeit. Ich fand das Spiel mega spaßig, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe das zwar komplett alleine gespielt, aber ich liebe einfach diese Fahrzeug-Kampfspiele. Ich habe Vigilante 8 geliebt, ich habe Interstate 76 geliebt. Ich finde die richtig geil. Und der Soundtrack, dieser Menü-Soundtrack und diese kurze, fette Tarn-Elektro-Mix, bevor das Spiel losgeht.
es macht für mich einfach so eine richtig schöne Atmosphäre aus. Das gefällt mir richtig gut. Also da habe ich selbst, wenn ich im Menü bin und das Fahrzeug baue, richtig Spaß, einfach so das nebenbei hören. Ich brauche bei dem Spiel keine andere Musik. Ich finde die Musik mega nice. Allerdings, was ich ein bisschen auszusetzen habe, das Bauen macht zwar Spaß und ist relativ eingängig, aber die Kraftbewertung ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Ich bin jetzt nämlich ein bisschen ins höhere Level gekommen, wo ich dann so um die 3000 als Powerscore hatte. 3000 PS, huhu. Wo ich dann auf Gegner treffe, die mit sehr, sehr kleinen Fahrzeugen, also mit wenig Panzerung, aber sehr, sehr mächtigen Waffen auf mich losgegangen sind. Was einfach nur darin endet, dass irgendwie alle, die, also so diese kleinen Fahrzeuge mit den großen Waffen sich einfach gegenseitig one-shotten. Wer zuerst trifft, hat gewonnen. Was für mich irgendwie nicht so einen Spaß macht. Also ich würde dort vielleicht ein bisschen vorschlagen, dass man die passiven Teile in dem Powerscore reduziert und dafür die Waffen sozusagen mehr in den Vordergrund rückt und die Powerscore auf der Waffe ein bisschen erhöht. Wodurch starke Waffen nicht in einem Low-Level gespielt werden können, wenn die Panzerung halt fast keine Stärke dazu bringt. Momentan ist es halt so, dass 10 Panzerungsteile wiegen eine Waffe auf, wodurch ich halt, wenn ich einfach ganz viel Panzerung verbaue, in Bereichen lande, wo ich nicht hingehöre mit meiner Waffe, weil ich einfach 5 Minuten auf den Gegner rumkloppen muss, bis mal eins von seinen Teilen kaputt ist. Aber insgesamt gefällt mir das ziemlich gut und man kommt an neue Teile, indem man mit Fraktionen sich verbündet und dann bei denen Werkbänke kauft oder mietet, besser gesagt, und dort craftet und dann neue Teile bekommt. Was ich ein interessantes System finde, man bekommt halt sozusagen Schrottteile nach den Matches, die irgendwie angeblich liegen geblieben sind oder sowas wahrscheinlich, und die man dann verbauen kann. Die Idee gefällt mir richtig gut, ich mag solche Loot-Systeme, hat halt ein bisschen was von RNG leider, also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die dagegen sind, die lieber bestimmte Missionen, bestimmte Teile bekommen und zwar immer. Mir gefällt allerdings dieses zufällige System, weil ich es einfach mag, so zufälligen Loot zu bekommen, da habe ich richtig Spaß dran. Ja, ich denke, ihr habt einen kleinen Vorgeschmack bekommen, worum es geht. Danke fürs Zuhören und bis bald!